Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, bereits im Juni stellten wir den Antrag, Betrieb der Lebensmittelausgaben sicherzustellen. Ich sagte, dass die Stadt moralisch verpflichtet ist, den Weiterbetrieb der Lebensmittelausgabenstellen aufrechtzuerhalten. Der Antrag wurde leider abgelehnt. Denn Sie wollen ja nicht mit uns mit wichtigen Anträgen konstruktiv und für das Wohl der Bürger zusammenarbeiten. In diesem Moment hofft man als AfD-Politiker, dass man zumindest den Antrag umformuliert von anderen Fraktionen eingebracht wird. Denn es geht um reale Probleme von echten Menschen, die unsere Hilfe brauchen, denn die Situation hat sich nicht verbessert. Nein, im Gegenteil. Die Lebensmittelausgabenstellen in Hamburg sind organisatorisch, logistisch, finanziell zu unterstützen. Und zwar deutlich besser als bisher. Es fehlt am Personal, geeigneten Räumlichkeiten und am Fuhrpark. Dies geht unter anderem aus dem kürzlich beantworteten schriftlichen kleinen Anfrage der AfD zurück. Erst 75% der Lebensmittelausgabestellen sind wieder geöffnet und es ist abzusehen, dass es noch schlimmer wird. Am Montag veröffentlicht die Handelskammer das Industriebarometer. Es zeigt, dass die Hamburger Industrie Auftragseinbrüche durch die Corona-Pandemie verzeichnet. Fast die Hälfte der Unternehmen bewertet ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht. Die Ertragslage hat sich im Sommer für 60,3% der Befragten im Vergleich zum Frühling noch einmal verschlechtert. Gerade die aktuell für August veröffentlichten Zahlen der Arbeitslosen zeigen einen Corona-bedingten Zuwachs von 34,7% gegenüber dem Augustwert von 2019. Die Arbeitslosenquote liegt im August 2020 bei 8,4%. Es ist zu befürchten, dass der erneute Anstieg der Hamburger Arbeitslosenzahlen den schon ohnehin größeren Andrang an begrenzt geöffneten Lebensmittelausgaben drastisch verstärken wird. Und nicht nur Arbeitslose, sondern auch Rentner und Studenten werden die Lebensmittelausgabenstellen verstärkt nutzen. Aus diesem Grunde lassen Sie uns in der Corona-Krise Personal für Lebensmittelausgabestellen in Hamburg zur Verfügung stellen, um zumindest den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bitte stimmen Sie meinem Antrag zu. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist noch nicht lange her, noch bis vor 70 Jahren galt Klärschlamm als wertvoller Dünger, der neben Phosphor und Stickstoff auch andere Nährstoffe enthält, welche Pflanzen zum Wachsen und Gedeihen brauchen. Ein Stoff also, der wie geschaffen schien, das Urmodell der kleinbäuerlichen Kreislaufwirtschaft auf industrielle Größenordnung zu übertragen. Klärschlamm düngt die Äcker, deren Feldfrüchte die Menschen verspeisten. Die Überreste wanderten via Toilette in die Kläranlagen und wurden dort wieder zu Klärschlamm. Der Kreislauf war geschlossen. Doch seit vielen Jahren ist unser Abwasser eine Müllkippe für Haushaltschemikalien, Mikroplastik sowie Ausscheidungen mit Hormonen und Medikamentenrückständen. Die Qualität des eigentlich wertvollen Düngers nimmt in unserer Industriegesellschaft immer weiter ab. Mit der 2017 überarbeiteten Klärschlammverordnung wurde ein Einstieg in die Schadstoffentfrachtung geschaffen, aber rückblickend betrachtet war es ein Fehler, dass die Mitverbrennung im breiten Ausmaß erlaubt bleibt. Denn Klärschlammaschen können auch heute noch als Dünger genutzt werden, obwohl sie eine Mischung aus Rückständen verbrannter Kohle und Abfälle wertlos ist. Zu bedenken ist, dass bei Verbrennungsprozessen auch flüchtige Schwermetalle wie Quecksilber freigesetzt werden. Wir verschwenden aus meiner Sicht nach unnötig die natürlichen Ressourcen, die in unseren Abwässern stecken. Insgesamt lässt sich sagen, dass die thermische Behandlung von Klärschlamm ein überkommenes Konzept darstellt, das aufgrund seiner schädlichen Effekte auf die Umwelt und seiner mutmaßlich hohen Kosten schnellstmöglich durch verträgliche und günstigere Verfahren ersetzt werden muss. Als bedeutsamer Wissenschaftsstandort Norddeutschlands sowie als Metropole, die sich dem Klimaschutz verpflichtet fühlt, hat Hamburg die Möglichkeit, einen nennenswerten Beitrag zur Entwicklung innovativer Technologien zu leisten. Diese Verantwortung gilt wahrzunehmen, denn Selbstzufriedenheit ist der größte Feind von Innovation und Qualität. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank.